vor mein Publikum. Und dann bin ich froh und glücklich und ich weiß auch ganz genau warum. Und dann bin ich froh und glücklich und ich weiß warum. Immer diese Einpackerei. So, schade ist das Gastspiel hier in Köln zu Ende. War so ein nettes Publikum. Ja, ja. Ja, bitte? Was? Was, wer ist unten? Ja, schicken Sie sie rauf. Ja, sicher, sie soll raufkommen. Gut, danke. Das wird eine Freude. Ja, bitte. Guten Abend, Frau Strube. Guten Abend, Elise. Ist das eine angenehme Überraschung? Bitte setzen Sie sich doch. Nein, wird Yvette sich freuen. Tag für Tag hat sie schon drauf gewartet, dass Sie kommen. Aber nun haben wir gar nicht mehr dran geglaubt. Ich bin doch nicht Herrin meines eigenen Willens. Über ein Jahr habe ich meine Tochter nicht gesehen. Ich bin ja so stolz, dass sie so weit gebracht hat. Aber die Direktoren reißen sich förmlich um sie. Und nach dem Erfolg hier in Köln hat sie einen Vertrag nach Amerika bekommen. Nein. Mhm. Und sie will wirklich hinüber? Ja, in 6 Wochen schwimmen wir schon. Wenn ich geahnt hätte, was das Kind für eine Karriere machen würde, ich hätte ja nie wieder geheiratet. Aber vor 5 Jahren, als ich meinen jetzigen Mann kennenlernte, da stand ich ja als Witwe völlig mittellos da. Na, und hätte ich ihm damals erzählt, dass meine Tochter beim Varieté ist, es wäre nie etwas aus dieser Heirat geworden. Ja, weiß er denn gar nicht, dass Sie eine Tochter haben? Ja, natürlich weiß er es. Aber ich habe ihm erzählt, sie lebt bei entfernten Verwandten in Kanada. Dann habe ich ein schönes Haus, ein gutes Auskommen. Und wenn ich meine Tochter sehen will, dann muss ich mich heimlich zu ihr schleppen. Na, dann haben Sie ein Kind und haben doch keins. Mein Mann hat noch eine Tochter mit in die Ehe gebracht. Die lebt im Internat. Ich habe sie sehr gern. Aber es ist eben nicht das eigene Kind. Ach, jetzt ist die Vorstellung aus. Yvette kommt gleich. Hören Sie? Hören Sie? Meine Tochter! Wollen wir Sie überraschen? Also kommen Sie schnell mit ins Nebenzimmer. Und kein Lust, bis ich Sie rufe. Nein, nein, danke, lieber Graf. Freundlich von Ihnen, mir mein Köfferchen heraufzutragen. Ach, Elise, bitte nimm doch dem liebenswürdigen Herrn das Köfferchen mit dem Schmuck ab. Nein, 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 das behalte ich. Es war sehr schmeichelhaft von Ihnen, meine gnädigste Herrin, hier all diese Kostbarkeiten anzuvertrauen. Wenn Sie mir versprechen, dass es unter uns bleibt, will ich Ihnen etwas verraten. Ja. Nicht ein echtes Stück ist darunter. Es ist alles nur Bühnenschmuck. Nein, das ist doch nicht möglich. Es würde mir sehr schmeicheln, wenn gnädigste mir gestatten würden, all diesen unechten Schmuck durch echten zu ersetzen. Nur als Verehrung für die Künstlerin. Natürlich. Aber auch für die schöne Frau. In der stillen Hoffnung, in ihr nach und nach freundschaftliche Gefühle für den edlen Spender zu erwecken. Ich soll also für echten Schmuck falsche Gefühle heucheln? Nein, danke, lieber Graf. Da trage ich lieber falschen Schmuck und hebe meine echten Gefühle für einen anderen auf. So. Oh. Und nun darf ich Sie wirklich bitten, mich zu verlassen. Ich habe nämlich noch einige Vorbereitungen zu treffen, da ich morgen eine Erholungsreise antrete. Darf ich fragen, wohin, Gnädigste, zu reisen gedenken? Das sage ich Ihnen nicht. Da will ich auch hin. Oh nein. Oh mein Gott, wenn ich Sie einladen dürfte, mit mir zu fahren. Ich habe einen wundervollen Rolls-Royce. Ich weiß, aber leider muss ich dankend ablehnen. Adieu. Ich empfehle mich. Auf Wiedersehen. Ah. Oh. Ah, das ist doch unglaublich. Immer dasselbe. Gott sei Dank ist er weg, der alte Esel. Ja, da hast du recht. Ich habe nämlich auch eine große Überraschung für dich. Was, du? Mhm. Hallo, was ist es denn? Ach Mensch, nun spann mich gar nicht auf die Folter, sag ich schon. Ist was angekommen? Ja, es ist was angekommen. Was ist es denn? Das sage ich nicht. Wo ist es denn? Na, da geh, da hol sie doch hin und geh doch schon. Da bin ich mal neugierig. Mama, ich und du. Du bist ach, doch... Oh, stell sie mal nicht so fest. Du erstickst mich. Oh, darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Das ist die Strafe dafür, dass du dich so lange nicht um mich gekümmert hast, du Rabenmutter. Solange du weißt doch. Ach, ich weiß doch, Mama. Die Hauptsache ist, dass du da bist.
Hübsch siehst du aus, Mama. Okay. Du, Elise, ja. Du findest du nicht auch, dass Mama noch hübscher geworden ist? Doch, doch. Viel zu hübsch für dieses alte Ekel, das du geheiratet hast. Sag mal, wie sprichst du denn von deinem Stiefvater? Du kennst ihn doch gar nicht. Das ist mir egal. Ich habe eine Wut auf ihn. Weißt du, dem möchte ich mal so richtig die Meinung sagen. Ja, was bildet der sich denn eigentlich ein? Ich gehöre heute schon zu den bekanntesten deutschen Tänzerinnen. Also in Varieté drehe ich nur auf, weil ich dort am besten bezahlt werde. Ach, das weiß ich doch, mein Schätzchen. Aber guck mal, wir leben in Simmerath. Mein Mann ist Stadtrat, bekleidet allerlei Ehrenämter. Er ist zum Beispiel Präsident des Vereins zur Aufrichtung gefallener Mädchen. Und zweiter Vorsitzender des Keuschheitsbundes. Also nimm's mir nicht übel, Mama, aber du hast ja nicht einen Funken Courage. Sonst hättest du ihm schon längst die Wahrheit gesagt. Na, jetzt tust du mir Unrecht. Erst letzte Woche habe ich wieder einen Versuch unternommen. Ja? Da erschien dein Bild in der Frau von Welt als Libelle. Na, sehr gewagt. Aber reiz. Ich habe es zufällig in der Bahnhofsbuchhandlung entdeckt. Morgens beim Frühstück, da habe ich es ihm so hingeschoben und gesagt, sieh mal, ist sie nicht reizend, diese Tänzerin Yvette? Na und? Er war empört über das obszöne Kostüm. Und erst recht meine Schwägerin, die Frau Geheimrätin. Du, die hat doch wirklich eine Beschwerde an die Bahnverwaltung geschrieben? Ob es überhaupt gestattet ist, dass solch obszöne Bilder veröffentlicht werden dürfen? Das ist doch gar nicht möglich, Mama. Oh, du tust mir richtig leid. Sag mal, wie hast du es denn möglich gemacht, mich hier zu besuchen? Ein Zufall kam mir zur Hilfe. Mein Mann musste zu einem Sittlichkeitskongress nach Köln. Was? Herr Anton, du bist auch hier? Mit dem nächsten Zug ich hinterher und zu dir. Aber ich hoffe nur nicht, dass wir uns hier begegnen. Mama, ich bitte dich doch nicht in einer Großstadt. Ja, bitte? Moment. Yvette, dein Bekannter Mr. Ellison ist unten und lässt fragen, ob du ihn empfangen willst. Ja, ja, er soll raufkommen. Wie ist das? Soll raufkommen. Och, du mein hartnäckigster Verehrer. Er ist von der fixen Idee besessen, dass ich unbedingt seine Frau werden muss. Seit 2 Jahren reist er mir überall hin nach. Abend für Abend erscheint er zu meinem Tanz und zu Ende des Engagements fragt er mich mit unfehlbarer Sicherheit, ob ich endlich einwillige. Der arme Kerl. Tja, da hat sie recht. Ach, er tut mir auch schon richtig leid, der gute Bulli. Bulli? Ich hatte doch mal eine Bulldogge, die war so schrecklich eifersüchtig. An die erinnert er mich. Oh Gott, der arme Kerl. Komm in. Hello, good evening, meine Damen. Hello, Bulli. Darf ich bekannt machen? Mr. Ellison, meine Mama. Oh, die Mama. Ich bin sehr gefreut, Sie lernen zu kennen. Ja, ich auch, Herr Bulli. Oh, Entschuldigung, Mr. Bulli. Ach nein. Macht nix. Sagen Sie ruhig, Bulli. Yes. I like that very much. Das ist das einzige, what do you say, Kosewort. Richtig. Was Ihre Tochter mich hat gegeben, seit we know each other. Take Platz, please. Ist mir sehr angenehm, dass Sie da seien. Ich habe an Ihre Tochter eine kleine Frage zu machen. Wovon Sie werden, seien sehr überrascht. Wollen Sie werden meine Frau? Oh, Bulli, Sie werden es nicht für möglich halten, aber ich habe gewusst, dass Sie mich das heute fragen werden. Yes? Was sagen Sie dazu? Ach, Bulli, ich mag Sie wirklich sehr gut leiden und ich will Ihnen auch nicht wehtun, aber... Sie sagen no. Ja. Sie sagen yes. No. No. Sie können mir gratulieren. Wozu? Ich habe soeben bekommen die 25. Kiste. Kiste? Yes, Kiste. Korb. You mean Korb. Richtig. Korb. Das ist Jubiläum. Das muss werden gefeiert. Darf ich die Damen einladen zu Souper, hä? Was meinst du, Mama? Oh, ich weiß nicht, Kind. Sie kommen mit, Schwiegermama. Schwiegermama? Sie werden, werden, Schwiegermama. Ich hab Zeit. Und time is money. Ich kann warten. Ihre Tochter wird schon einmal sagen, yes. Ja, das ist schon möglich, aber vielleicht zu einem anderen. Oh, das wäre nicht klug von Sie. Ich bin eine sehr gute Boxer. Ich würde anderen zerbrechen alle Knochen. Und was Sie machen mit einem Mann ohne Knochen? Da hat er recht. Also gut, Bulli, holen Sie uns nachher ab, ja? Okay. Wir machen uns inzwischen zurecht. Komm mit Mama. Ach, Schätzchen, ich hab doch nichts anzuziehen. Ja, wir werden schon was finden. Nun komm doch, Mama. Bye, bye, Bulli. Bye, bye. Auf Wiedersehen. Hallo. Oh, was wollen Sie? Pardon, ich wusste nicht. Ich wollte nur... Sie wollen zu Miss Yvette? Ja, erraten wir. Wer sind Sie? Wie kommen Sie dazu, so zu kommen hier herein? Entschuldigen Sie, ich bin nur gekommen, um Fräulein Yvette diese Blumen...